So, meine Damen und Herren, wir machen weiter und zwar auf der Seite 97 des Buches Grundwissen Bahn. Und ich werde jetzt gleich noch ein zweites Video hinterher machen, damit das erste nicht zu lang, lang wird. Ich hatte ja eigentlich gesagt, wir öffnen mal die Seite. Ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich gar nicht mehr so dolle auf die übliche Technik, also was jetzt nicht elektrisch gerade ist, eingehen möchte, weil ich ja ein elektrischer Fan bin. Aber ich gehe trotzdem alle Seiten durch und da fiel mir Folgendes noch auf. Und zwar, bei diesem Fragenteil, da steht hier zum Beispiel, nennen Sie die wesentlichen Bauteile und Baugruppen der Klimaanlage eines Reisezugwagens. Also beim besten Willen, ich habe ja noch ein bisschen mehr geguckt, vielleicht habe ich auch nicht richtig geguckt, aber das war mir tatsächlich zu wenig. Und deswegen habe ich das hier so in diesem Skript so markiert. Und zwar hier unten. Zu Frage 5, zu dieser Klimaanlagenfrage, das scheint mir alles ein bisschen zu wenig und damit lässt sich keine Klimaanlage unbedingt erklären. Okay, ja, es gibt hier Lufteinlässe an den Scheiben, ist klar, wenn die Luft eh abgetrocknet ist, kann man dadurch gleich das Beschlagen der Scheiben vermeiden, aber das ist es nicht. Das kann nicht reichen. Ich habe dann auch sonst noch geguckt, also war mir zu wenig. Und deswegen habe ich hier drauf verwiesen und zwar. Blau angestrichen ist ja mal wieder etwas bläulich. Ich muss das hier nochmal nachbessern. Hier sieht man leider den Link nicht. Aber ihr könnt euch darauf verlassen. Ich mache das dann so, dass das hier blau wird. Also, erster Teil der Erklärung führt zu unserem lieben Silberling. Der dann wirklich auf die Klimaanlagen eingeht. Und das hat er in zwei Videos gemacht. Gehen wir nochmal auf den zweiten Teil Erklärung. Das anderes, also das ist natürlich der zweite Teil, aber das steht nicht so da. Das habe ich euch rausgesucht, da könnt ihr dann gerne drauf gehen. Also, wie gesagt, diese beiden Teile, die werde ich nochmal blau kennzeichnen, damit man das besser sieht, dass das Links sind. Ne? Darauf solltet ihr dann klicken und dann wisst ihr Bescheid. So, jetzt kommen wir zu den Triebfahrzeugen. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, dass es Dampfloks gegeben hat und so weiter. Da kann man auch sehr schicke Sachen drüber machen. Aber das ist jetzt in diesem Fall nicht ganz so das Gefährliche. Aber hier wird es ein bisschen spannend, denn die Frage, die kommt dann später auch. Und zwar zum Thema, ja, dieselelektrische Antrieb. Dieselelektrische Antrieb, und da habe ich in diesem Skript hier, diesen Auszug aus der Bahn, Fahrzeugtechnik, habe ich praktisch etwas eingefügt. Und zwar schnell mal zur hydraulischen Kraftübertragung. Das musste ich mal einfügen, um das ganze Ding besser zu verstehen. Stellt euch mal vor, ich habe hier eine Turbine, die saugt Wasser an. Wir nehmen einfach mal Wasser. Im Lokbetrieb ist natürlich Öl, Hydrauliköl. So, und die pumpt dieses Wasser mit Druck hier durch eine Leitung und die Leitung, Leitung, Leitung und die führt dann letzten Endes zu einer anderen Turbine. Also hier ist es praktisch eine Pumpe und hier ist es eine Turbine. So, wenn ich hier Druck drauf gebe, dann wird sich dieses Rad drehen. Aber wir wissen alle, das kennt ihr vom Staubsauger, haltet man Staubsauger vorne zu oder hinten zu, wenn er hinten noch einen Auslass hat, haben die meisten heute nicht mehr. Aber haltet den mal vorne zu. Was macht letzten Endes der Motor? Der dreht hoch und der Druck hier drin verringert sich, weil die Strömung abreißt. Und so ähnlich kann man sich einen dieselhydraulischen Antrieb vorstellen, indem ich nämlich ganz einfach die Menge einerseits regle, die hier durchgeht. Dementsprechend kann sich dann dieses Rad nicht so gut drehen. Oder, und da kommt es ein bisschen tricky, ich mache das über Abstände und Co. Aber das gucken wir uns noch ein bisschen anders an. Also wenn ich mir hier die Leistungsübertragung eines Drehmomentenwandlers angucke, dann ist das auch nichts weiter als eine Turbine, aber direkt schon gekoppelt, damit das ganze Ding kleiner wird. Also nicht hier mit langen Leitungen und extra Maschinen. Direkt gekoppelt und die treibt letzten Endes dann diese zweite Turbine auch wieder an. Und wenn ich jetzt hier Abstände verändere, dann wird das Öl nicht so gut mitgerissen und so weiter. Da gibt es alles solche Tricks. Da die Leistung, die übertragen wird, immer die gleiche ist, also Leistung geht so wie Energie nicht verloren, kann ich sagen, entweder ich habe ein hohes Drehmoment, ein geringes Drehmoment mit einem großen, mit einer großen Umdrehungsgeschwindigkeit, Winkelgeschwindigkeit heißt es eigentlich. Das ergibt dann das Gleiche im umgekehrten Fall. Ich habe dann viel Drehmoment mit wenig Winkelgeschwindigkeit. Das ist nichts weiter als eine Art Hebelprinzip oder die goldene Regel der Mechanik.
Könnte ich eigentlich auch noch verlinken, werde ich mal machen. Hier oben im Video werde ich das verlinken. Goldene Regel der Mechanik, das geht mit allen möglichen. Das geht mit Hebeln, das geht mit, ach, weiß der Kuckuck was. Also auch hier. So, und dann komme ich nochmal auf dieses Thema, was ich eigentlich wollte. Ne? Der Pfeil, der geht hier weiter, dieselelektrischer Antrieb. Das werde ich dann aber gleich nochmal im Extra-Video erklären, weil hier habe ich schon 5 Minuten durch. Also bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, tschüss.